Oh, Ihre Majestät. Oh, sie hat sich verändert, nicht wahr? Ja, stimmt. Kann sein. Nun, was machst du jetzt? Also ich glaube, ich melde mich erst einmal im Wachraum. Sieh mal an, kaum sind wir wieder zurück in der Hauptstadt und du machst schon wieder auf seriös. Ja, so bin ich eben. Tja. Und, was werdet ihr beiden Hübschen jetzt machen? Ah, ist ja klar. Du musst zu deiner kleinen Schwester. Beeil dich. Sie erwartet dich sicher schon. Ich habe eine Schwester. Habe ich da irgendwas verpasst? Oder das im Intro gesagt? Heieiei. Ja, dann suche ich mal die Schwester, ne? Oh, Prinzessin Lymslea. Liebt ihren großen Bruder. Ah, ihr solltet euch wirklich beeilen. Wer ist die? Lymslea? Ja, ja. Geht ihr beide schon mal vor. Eure Tante wird auf den Rat ihrer Schwester hören und sich etwas sorgen. Wie, wo? Achso. Gute Idee. So ein älteres Tantchen sollte sich wirklich nicht überanstrengen. Was war das gerade? Hey! Georgie Boy! Zurück! Du, komm zurück! Wo ist er, Leeds? Ist nicht mehr... Oh, George ist nicht mehr da! Ah, Gott! Blöd! Blöd! Jetzt habe ich mal den einzigen Charakter hier, der cool ist. Nicht mehr da. So, was soll er machen? Achso, nimm Slayer. Ich finde es immer... Das finde ich immer cool. So, ich gehe das mal raus. Ach nee, Audienz. Eure Hoheit, Ihre Majestät hat recht, ihr solltet euch ausruhen. Ihre Majestät, die Königin und seine Majestät Ferrit haben sich bereits in ihre Gemächer zurückgezogen. Es ist keiner mehr da. Ja, und die Lymslea wird wohl auch nicht da sein. Wo müssen wir denn da hin? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Ich sag's euch, wie es ist. Hast du eine Ahnung? Ihr müsst sehr glücklich sein, so eine schöne Schwester zu haben, die euch so sehr verehrt, Eure Hoheit. Ich habe auch eine Schwester, aber die sagt immer, ich soll von ihr wegbleiben. Sie sagt, dass ich stinke. Verzeiht, ich sollte meine hässliche Schwester nicht im selben Abendzug wie die Prinzessin erwähnen. Ich wäre froh, wenn ich sie nur ansatzweise wie eure Schwester ansehen würde. Wie? Was haben denn die mit ihrer Schwester? Speichern ist gut. Na komm. Komm. Speichern. Dadadadadadadadam. Was sagst du? Oh, Eure Hoheit, es tut mir leid. Aber ich darf euch nicht passieren lassen. Prinzessin Lymslea war hier und gab mit dem Befehl, dass der Prinz den Sonnenpalast nicht verlassen darf. Sie möchte euch wirklich sofort sprechen, Eure Hoheit. Es tut mir leid. Aber könntet ihr bitte die Prinzessin aufsuchen, bevor ihr den Palast verlasst? Sie hat so große Sehnsucht nach euch, sagte sie mir. Also, hier kommt man aus dem Palast raus. Was sagst denn du dazu? Lasst uns einfach zum Zimmer der Prinzessin gehen, Prinz. Ja, dann sag mir doch mal, wo das Zimmer ist. Lass uns einfach zum Zimmer gehen. Als ob ich bei diesem Küche? Aber wenn es in ihrem Zimmer ist, ist es in ihrem Zimmer, ne? Hi. Früher haben einige Königinnen Köche auf den Grund des Vaters versenkt, weil sie etwas kochten, was nicht schmeckte. Aber ich mache mir da keine Sorgen ums etwas. Ihre Majestät, Königin Arstadt, würde so etwas niemals tun. Ihre Majestät kann einen in letzter Zeit ein wenig Angst machen. Nein, was denke ich denn da? Naja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht recht. Ich weiß nicht recht. Aha, Eure Hoheit. Willkommen zurück. Ihr müsst hungrig sein. Was kann ich euch anbieten?
ihr und Lady Sayalitz unterwegs auf dieser langen Reise. Ich habe euch beide schon ewig nicht mehr bekocht. Zeit für ein königliches Festmahl. Ja, ich und wo? Könnt mir ja wenigstens was in die Hand drücken. Oh, ich bin so in Eile. Wir sind gerade total unterbesetzt. Oh, aber ich kann unmöglich eure Hoheit um Hilfe bitten. Bitte denkt nicht mal dran. Um was? An was soll ich nicht denken? Ist da eins davon das Zimmer? Nope. Von Limslayer? Jetzt quatsche ich wirklich doch mit jedem hier. Na los. Ah, Prinz Gedwin, willkommen zu... Autsch! Es tut mir leid. Ich wurde in dem Kampf vor 8 Jahren... Aua! Verwundet. Ah, es tut manchmal noch weh. Wie ihr euch wohl erinnert, eure Hoheit, war es ein schlimmer Konflikt, der auf beiden Seiten einen Tribut forderte. Königin Falzrams Tod stürzte Falina ins Chaos, die Spannungen eskalierten und es kam fast zu einem Bürgerkrieg. Als Falina am Rand eines Bürgerkrieges war, ergriff das Königreich Neuarmes die Gelegenheit zum Angriff, aber Königin Arstadt und Kommandant Ferrit verloren keine Zeit, vereinten das Königreich wieder. Differenzen wurden beigelegt und wir schlugen die Streitkräfte aus Armes als eine einige Kraft. Und schließlich, nach mehreren furchtbaren Schlachten, schafften wir es sogar, ihre Armee zu vertreiben. Und dies alles war Königin Arstadt und Kommandant Ferrit spektakulärer Führung, ja, zu verdanken. 2 helle Lichter, sie retteten Falina in der dunkelsten Stunde, der Beweis unseres göttlichen Schutzes durch die Sonne. Es könnte sein, dass das sich in den vorherigen Teilen, weil das sind ja hier im 5. Teil, zugetragen hat. Ich habe aber keinen anderen Teil gespielt. Ja, das sieht ja überhaupt nicht so aus, wie wenn ich hier irgendwas finde. Guck jetzt nicht hin. Seht ihr, das sind die Stufen zum Verlies. Die führen hier runter. Bin nicht sicher, ob es eine Unterhaltung mit den Insassen so eine gute Idee ist. Oh, verzeiht, Hoheit. Nein, macht doch einfach, was ihr wollt. Geht, mischt euch unter die Verbrecher. Mir im Grunde egal. Wenn ihr das wollt, macht das. Ja. Wenn wir schon mal hier sind. Tja, nee, machen wir doch nicht. Na denn... Nur denn... Da. Ja, wo ist denn... Die Gemächer der Prinzessin und Lady Sayalitz sind da drüben. Männer dürfen sie nicht betreten. Natürlich gilt das nicht für euch, seine Majestät Ferrit und die Ritter der Königin. Die Glücklichen... Schon immer ein bisschen sexistisch hier, ne? Aber da müssen wir durch. Also, das hier sieht doch aus wie Sayalitz' Zimmer. Oh, Lady Sayalitz erscheint immer so heiter und fröhlich unter Leuten, aber ich glaube nicht, dass sie glücklich ist. Ihr wurde der Anspruch auf den Thron genommen. Ihre Hochzeit platzte. Ach, ich weiß, es geht um den Thron und die Vermeidung von Konflikten in der Königsfamilie, aber trotzdem... Ach, das arme Ding. Oh, Prinz Gedwin. Suchte Lady Sayalitz. Sie kam gerade zurück und legte sich gleich ins Bett. Wollte sie in einer dringenden Angelegenheit sprechen? Nein. Wir suchen doch Lysameia. Jetzt habe ich es vergessen. Seid ihr wirklich sicher? Ich brauche nicht. Oh, danke, Hoheit. Vielen Dank. Nun gut. Hier ist also die Leibwache. Aber auch hier gibt es nothing. Lymslayer. Das soll sich jemand merken, den Namen? Lymslayer? So. Sieht nicht gerade prinzessinmäßig aus hier.
Na komm, sag was. Sag was! Oh, Prinz Catwin, habt ihr die Prinzessin gesehen? No. Ist die denn nicht? Ich denke, die soll hier sein. Oh, leider nein. So ein Pech. Ihr habt sie gerade verpasst. Noch vor einer Weile wartete die Prinzessin hier auf euren Besuch, Prinz Catwin. Aber dann wurde es ihr zu langweilig und sie machte sich mit Lady Miyakis auf die Suche nach euch. Bitte versucht sie zu finden, Prinz. Oh nein! Nein! Meine arme, kleine Prinzessin. Sie ist zu jung. Es ist zu früh für sie, um einen Ehemann zu denken. Zweifellos wird es an der Godwin-Bursche oder der Barrows-Junge. Aber, wie es auch wird, ich finde das nicht gut. Oh, mein armes, kleines Mädchen. Ja, so im Mittelalter, ne, dann wurden ja so die Prinzessinnen mit 13 verheiratet. Ne? Schon ein bisschen. Oder sogar mit 12. Naja, 13, was meinst du? 13, 14. So, da geht's nicht weiter, da geht's auch nicht weiter, also merkt's euch. Hier ist der Westflügel. Hier kommen wir wieder runter, schauen wir hier. Versuchen wir mal so etwas Ähnliches wie Orientierung aufzubauen. Wir haben aber keine... Weißt du jetzt, wo sie ist? Hast du eine Idee? Wohin? Wohin könnte die Prinzessin gegangen sein? Für was? Jetzt mal ganz ehrlich, für was frage ich dich? Wollt ihr den versiegelten Raum betreten, eure Hoheit? Es ist gerade nichts drin, Sir. Oder Sire. Aber der Runenexperte kann euch bestimmt helfen, wenn ihr Informationen braucht. Ja, wir haben ja nicht genug Informationen hier schon. Ach, was soll's. Versiegelter Raum. Ist da hinten noch was? Hoheit, Prinz Catwin, alles in Ordnung. Ihr müsst euch um den versiegelten Raum nicht sorgen. Gibt es etwas, was ihr hier braucht, eure Hoheit? Da die Königin die Sonnenrune an sich nahm, ist der versiegelte Raum nun leer. Aha. Wen haben wir denn da? Prinz Catwin, schön, euch auch mal wiederzusehen. Nun, ihr seid so weit gereist, dann muss ich euch auch etwas über die Runen erzählen. Bitte, was wollt ihr wissen? So, okay. Ja, aber wir müssen auch trotzdem mal was über die Runen wissen. Was sind denn eigentlich diese Runen? Ich versuche mich mal kurz zu ver... Oh, das ist gut. Kurz fassen ist gut. Ihr wisst doch sicher, dass es auf der Welt verschiedene Elemente gibt. Wasser, Wind, Erde, Feuer. In ihrem Wirken gegen und miteinander formen diese Elemente unsere Welt. Man sagt, dass jede Rune für eines dieser Elemente steht. Aber natürlich waren die Runen vor dem Menschen da, deshalb weiß man nichts mit absoluter Sicherheit. Ja, also vieles mehr erzählt, mein Freund. Ja, und was sind denn eigentlich diese drei Runen von Falina? Ach, ihr meint die Sonnenrune, Morgenrotrune und die Zwielichtrune. Nun, die Sonnenrune ist die gesegnete Rune. Sie bringt Falina Wohlstand und Glück. Und die Morgenrot- und Zwielichtrune beschützt das Königinnenreich. Das besagt zumindest die Legende. Im Gegensatz zu den meisten anderen Runen sind diese drei einmalig und unglaublich stark. Das gilt besonders für die Sonnenrune. Keine andere Rune hat eine ähnlich große Macht. Einige Leute behaupten sogar, sie sei eine der wahren Runen, die zu Beginn der Welt entstanden. Dreck, Mutter, eine Rune. Das wissen wir doch, die Sonnenrune hat sie doch groß angekündigt. Sag mal, bist du... Aber ich kann gar nichts anderes machen, ich kann gar nicht raus. Nun, wer eine Rune am Körper trägt, hat die Fähigkeit, die Macht dieser Rune zu nutzen. Die Wasserrune verleiht die Macht des Wassers. Die Windrune verleiht die Macht des Windes. Ihr versteht doch. Jetzt könnt ihr euch auch vorstellen, was die Sonnenrune verleiht. Ja, wir sind ja nicht blöd. Ganz genau, die Macht der Sonne. Und genau die hat ihre Majestät gegen Lord Lake eingesetzt. Als, aber das tut jetzt nichts zur Sache.
Vielleicht sollten wir es für heute einmal dabei belassen. Wenn wir zu tief in diese Dinge gehen, nimmt das Gespräch nie ein Ende. Oh ja, ging eigentlich, ne? War eigentlich ganz nett. Ja, aber hier ist immer noch keine Limslayer.